Was geht ab? In diesem Video wollen wir uns mal ein bisschen live irgendwo reinhacken. Ich habe jetzt auch beschlossen, dass wir das jeden Sonntag so machen werden, ja, in einfach einen Try-Hack-Me-Room, wo wir uns ein bisschen reinhacken können, ein bisschen Spaß haben können, weil immer nur irgendwas zuhören, Erklärungen, labern, das macht auch keinen Spaß. Okay, fangen wir direkt mal an. Gehen wir mal hier auf tryhackme.com, dann hier auf der linken Seite auf Hacktivities. Und die Maschine oder der Room, den ich euch mit euch besprechen möchte, heißt SimpleCTF. Hier rechts einmal auf Join Room klicken, das habe ich schon gemacht, deswegen ist der Button bei mir hier weg. Und dann hier einmal auf Deploy, diesen grünen Button drücken, ja. Okay. Generell, wie wir uns mit diesen Maschinen verbinden, ist immer das gleiche Prinzip. Hier links auf Access Machines, auf OpenVPN gehen. Dann laden wir uns hier die Konfigurationsdatei runter. Ja, am besten eine europäische nehmen. Und das hier ziehen wir im Prinzip einfach nur in unsere Kali-Maschine, ja. Falls du immer noch nicht ein Kali-Linux-System auf deinem System, also wenn du immer noch nicht Linux irgendwie benutzt, ist egal welches Linux. Wenn du noch keins hast, also bitte, bitte, oben rechts, aber ganz schnell. Also, ja. Okay, gut, was wir hier machen, ist einfach nur, wir ziehen das hier zum Beispiel in irgendeinen Ordner. Den Ordner könnt ihr euch aussuchen, wie ihr wollt. In irgendeinen Ordner reinziehen, hier die Datei. Retry. So, dann sehen wir hier, haben wir die OpenVPN-Datei. Das ist die Datei, mit der wir uns verbinden. Ich habe das hier bei mir in einem anderen Ordner, in OVPN-Ordner. Ich versuche das so ein bisschen zu sortieren, obwohl meine Ordnung wirklich katastrophal ist. Wir geben einmal ls ein, um uns die Dateien anzeigen zu lassen. Und wie wir uns jetzt verbinden mit dieser Seite, ist folgendermaßen. Wir geben ein sudo openvpn --config, Leerzeichen, und dann den Namen der Datei. Aber auch beachten die Groß- und Kleinschreibung. Ne? Also hier, bei mir ist da mittendrin im Namen noch eine Großschreibung mit drin. Und wenn wir das hier sehen, Initialization completed, dann sind wir verbunden. Wir können das einmal überprüfen, indem wir hier die Seite aktualisieren, zum Beispiel mit F5. Dann sehen wir hier, beide Haken sind grün. Also sind wir verbunden. Wenn du hier Probleme haben solltest mit der Verbindung, einmal betonen in die Kommentare schreiben, dann werde ich dir da auf jeden Fall helfen. Aber gehen wir auf den Room, den wir besprechen wollen. Und der lautet SimpleCTF. So. How many services are running on the port 1000? Okay. So, wir haben hier eine IP-Adresse. No? Die kopieren wir uns einmal rüber. Dann gehen wir mal hier in unsere Maschine, machen das wie immer, ne? --p, das heißt --p, das heißt alle Ports. A für aggressiver Scan, also wir wollen im Prinzip alles scannen, gib uns alles, was du findest. T4 für die Geschwindigkeit, also relativ schnell, 5 ist das schnellste. Und dann einfach die IP-Adresse, die wir scannen wollen. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Und solange der Scan läuft, erzähle ich mal vielleicht ein bisschen komisches Ereignis, was mir gerade passiert ist. Also ich war gerade einkaufen im Real und ihr müsst euch vorstellen, ich stehe da so vor gefühlt 46.000 verschiedenen Paprikasorten. Grün, gelb, orange, überall Paprika und die riechen wirklich perfekt. Also die riechen wirklich gut. Dann hatte ich so einen Aktenordner in der Hand. Normalerweise laufe ich nicht mit so Aktenordner rum, aber den brauchte ich halt für ein wichtiges Meeting. Und dann kommt so ein älterer Mann an mir vorbei und guckt mich ein bisschen komisch an. Ich denke mir nichts dabei. Er geht wieder weg, kommt nochmal, hat so einen Plastikbeutel mit Tomaten in der Hand. Sagt so, hören Sie mal, Sie, wo finde ich denn hier die Wagen? Muss ich das hier wiegen? Guckt den so komisch an, drehe mich um, sagt, ja, da hinten. Sagt, oh, danke schön. Da gucke ich wieder auf die Paprikasorten und ich kann mich nicht entscheiden, welche Paprikasorten ich essen soll, weil es gibt so viele. Und dann in der Zwischenzeit, ich bin so vertieft in die Paprikasorten, auf einmal erschreckt er mich und spricht mich wieder von hinten an, also diesmal von hinten. So. Und dann sagt er, ja, hören Sie mal, Sie arbeiten doch hier. Ich sage, nein. Ja, aber doch, Sie arbeiten hier. Pff, ja, okay, ich arbeite hier. Ja, okay, ich arbeite hier. Ja, Sie sind doch bestimmt so ein liberaler Gutmensch. Und ich bin ein Idiot. Ich habe keine Ahnung von Politik. Ja, ich habe gar keine Ahnung von Politik. Und ich überlege die ganze Zeit, was bedeutet liberaler Gutmensch? Aber ich merke, den Mann bedrückt offenbar irgendetwas. Also anhand seiner Reaktion merke ich, ihn bedrückt irgendetwas. Und ich habe ja noch diesen Aktenordner in der Hand. Wahrscheinlich hat er daraus irgendetwas interpretiert. Ich sage, ja, ich bin ein liberaler Gutmensch. Guckt er mich an, ich wusste es, und fängt auf einmal an zu schreien. Ich wusste es, so Typen wie euch rieche ich aus 30 Kilometer Entfernung. Ich würde auf dich schießen, wenn du dann nicht die Polizei holen würdest. Ich guck ihn an, und um uns sind so Leute, Frauen mit Kinderwagen, so, also wir sind mitten in der Gemüseabteilung. Ich denke, okay,
Was geht denn auf den jetzt so? Ich versuche so zu lachen, was soll ich machen? So, ich lache, versuche die Situation zu entschärfen. Dann sagt er, haha, ja, heute ist es Gelächter, heute ist es ein Scherz, morgen schauen wir mal. Geht er mir vorbei, irgendwann werde ich auf euch schießen. Du wirst es sehen. Also, manchmal gibt es komische Ereignisse, die einem passieren. Und wenn euch jemand fragt, das ist meine Lehre hier raus, ja, deswegen habe ich das erzählt, das ist eine ganz wichtige Lektion im Leben. Wenn euch jemand fragt, ob ihr ein liberaler Gutmensch seid, sagt nein. Sagt nein. So, ihr seid kein liberaler Gutmensch. Okay, hoffen wir mal, dass hier der Portscan langsam durch ist. Also was wir hier machen, ne, standardmäßig hier bei diesen, das sind ja immer wie so Spiele aufgebaut. Aber was man auch in Wirklichkeit machen könnte, ne, so einen Portscan zu starten. Das heißt, wir gucken uns an, welche Ports sind offen, damit wir ja ein paar Anhaltspunkte haben, wie wir uns in diese Maschine reinhacken können. Das dauert mir ein bisschen lange hinten. Ich hoffe mal, dass das hier sich ein bisschen beschleunigt. Ja, also wird ein bisschen längeres Video, aber auch ganz entspannt. Also wir werden uns das jetzt hier mal ein bisschen angucken und dann mal schauen, was wir hier alles... Ich drück mal auf Enter, um zu gucken. Achso, 99,75%. Okay, fast fertig. Ne? Ja. Dieser M-Map-Scan ist auch ein liberaler Gutmensch. Braucht viel zu lange. Aber das war wirklich... Ich dachte mir, hä, was habe ich dem Mann jetzt getan, dass er zu mir kommt? Du bist ein liberaler Gutmensch. Okay. Aber gut, gucken wir uns mal an, was es hier gab. Und die erste Frage war, glaube ich, wie viele Ports sind offen? Unter 1000, unter der Zahl 1000, also diese Standard-Ports. Ne? 1, 2 sehe ich gerade. Mal gucken, ob die Zahl 2 richtig ist. Wie viele Ports sind offen? 2? Ah, war richtig. What is running on the higher port? Jetzt könnt ihr über mein Englisch lachen. Auf dem höhere... Ja, aber welches höhere? Jetzt über unter der 1000 oder insgesamt? Egal, sagen wir mal. Was war die Frage? What is running on? Okay. Sagen wir mal SSH. Also es sind auch drei Wörter. Sagen wir mal SSH. Okay, ja, dann doch das größere. What's the CVE you are using against this affiliate? Ja, das weiß ich ja noch nicht. Also welchen Exploit wir benutzen. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Schauen wir mal ganz kurz an, was aus diesem Portscan hier resultiert ist. Wir haben offensichtlich FTP. Okay. Also die Maschine ist auch noch ein bisschen neu für mich. Ich habe noch ungefähr im Hinterkopf, wie das ging, aber wir lassen uns jetzt einfach berieseln. FTP ist anscheinend, anonymes FTP-Login ist möglich. Okay, interessant, interessant. Das wäre eine Anlaufstelle. Dann haben wir einen Port 80 offen, ja, also eine Website. Oh krass, sogar eine robots.txt-File. Und SSH. Also was man normalerweise macht ist, wir kriegen wahrscheinlich von irgendwo einen Usernamen, im Idealfall vielleicht auch ein Passwort, finden das raus durch die anderen Ports und dann zum Schluss kommen wir hier immer mit SSH. Also im ersten Schritt SSH ist meistens nicht möglich, sondern das ist immer so ein Zwei-Schritte-Plan, sag ich mal. Also irgendwie müssen wir entweder mit FTP oder hier dem Webserver an User, also an einem Usernamen oder ein Passwort kommen und oder an Passwort und dann probieren wir es mit SSH. Okay, aber mich interessiert jetzt hier der Webserver irgendwie. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. So, die IP-Adresse war 10.10.65. Gehen wir die mal ein. Ah, okay, wir haben hier so eine Standard Apache Page. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Page Seite. Okay. Und was hatten wir hier? Wir hatten einen robots.txt-File. Also die robots.txt-Files... Ah, okay. Ich erkläre das mal ganz kurz, was das ist. Was wir normalerweise machen ist, oder häufig machen können, ist, bei jeder Website, die wir attackieren wollen, gehen wir einfach ein /robots.txt. Das ist eine öffentlich zugängliche Datei, das ist eine Anweisung für Bots. Also ihr müsst euch ja vorstellen, im Internet herrschen Dutzende Bots, weil diese Google-Bots, die wollen ja irgendwie deine Seite durchsuchen, wenn du jetzt eine eigene Webpage hast, ne? Dann wollen diese Bots irgendwie deine Seite durchsuchen nach bestimmten Wörtern, die wollen gucken, was hast du auf deiner Seite, die wollen einfach, das sind einfach so Webcrawler oder so Webspider, die einfach deine Seiten überall durchsuchen und die ganze Zeit gucken, was hast du da und so weiter und so fort. Wenn man jetzt eine Website führt, dann legt man häufig so eine robots.txt-File an für die Google-Bots, aber auch für andere Bots, indem man zu denen sagt, ey, guck mal, die Stellen sind für dich erlaubt
Und die Stellen, da darfst du bitte nicht hingehen. Also hier mit Disallow, ne? Hier Disallow heißt, guck da bitte nicht hin. Vielleicht sind auf diesem Pfad oder vielleicht sind dort sensitive Daten. Vielleicht ist da irgendetwas, wo ich nicht will, dass ein Bot das durchsucht. Deswegen sage ich, guck da bitte nicht hin. Das macht soweit auch Sinn, wenn du bedenkst, dass es für einen Bot gedacht ist. Wir sind aber keine Bots, wir sind ja Hacker. Das heißt, wenn du sagst, guck da bitte nicht hin, also disallow, ne, guck da bitte nicht hin. Ja, was ich dann machen werde, ist, ich werde dann extra dahin gucken, weil du versuchst da im Prinzip quasi etwas zu verstecken, aber diese Datei ist ja öffentlich zugänglich. Ne? Deswegen, das muss man immer bedenken. Wir haben hier einmal Slash, das war ja einfach nur die normale Seite. Und hier noch eine Directory. Das ist interessant. Gucken wir uns das mal an. Okay. Vielleicht haben wir was Interessantes hier. Not found. Ja, okay, dann war das wahrscheinlich extra so gemacht jetzt hier, dass da nichts ist. Gut, ja, die robots.txt hat in dem Fall nichts gebracht, aber ist auf jeden Fall eine wichtige Anlaufstelle, wo wir Informationen herbeziehen können. So. Was können wir denn noch machen? Also jetzt haben wir hier irgendwie nichts. Wir können FTP, war ja möglich, das können wir machen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, diese Website haben die nicht umsonst gemacht. Was wir noch machen können ist, wir können Directory Bruteforce machen. Das heißt, wir bruteforcen quasi, welche Directories hier gibt. Zum Beispiel Dash Admin oder so wäre möglich, ne? Ist jetzt in dem Fall nicht, aber wir wollen uns angucken, welche Directories es hier gibt. Ne? Das wollen wir uns anschauen. Und ein Tool, was da wirklich sehr, sehr gut funktioniert, ist GoBuster. Gehen wir mal ein GoBuster How to Install. Und dann wirst du hier sehen, wie man das installiert. Ich habe es schon installiert. Deswegen hier mit diesem einfachen Command. Im Idealfall sollte das wirklich genauso einfach funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, ein bisschen weiter suchen, mal nach anderen Commands, ob du da was findest. Sonst wirklich, wie gesagt, immer einen Kommentar hier drunter schreiben. Ich bin dir da gerne behilflich. Also wie gesagt, auch ich bin nicht davor gefeilt, ja, vor Fehlermeldungen oder diese Installation, wenn die mal ein bisschen länger dauern oder wenn man da sich ein bisschen mit rumärgert. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil GoBuster ist schon was Cooles. Ja, also GoBuster ist ein Tool quasi, mit dem wir nach Directories suchen können. So, ich weiß aber gar nicht mehr, oder ich weiß gar nicht so genau, wie man das bedient. Ich gebe einfach mal ein GoBuster und dann Help dahinter, um das Hilfsmenü anzeigen zu lassen. Okay, wie benutzt man das denn? Man gibt ein GoBuster, Leerzeichen. Okay, hier sind Available Commands. Also hier sehen wir, welche Commands wir benutzen können. Ne? Und was uns gerade interessiert ist Dir für Directory, weil wir wollen ja bestimmte Dateien oder Directories bruteforcen. Ich glaube, das ist hier gerade gar nicht angezeigt, aber ich glaube dash dash URL und dann einfach die IP-Adresse, die wir scannen wollen. Leerzeichen. Und nehmen wir mal eine Wordlist. Sagen wir mal dash user share Wordlist. Also hier könnt ihr irgendeine Wordlist nehmen, ne? Ist ganz euch überlassen, aber ich will jetzt keine zu große nehmen. Ich kann einfach noch ein bisschen schnell gucken. Nehmen wir mal small.txt, also einfach eine kleine Wordliste. Also hier so der vollständige Command. Dann Enter. Okay, was er jetzt im Prinzip macht ist, wir wollen Directories suchen von dieser URL, von dieser IP-Adresse mit einer bestimmten Wordlist. Also ihr habt hier auf eurem System, das ist ja zum Glück deswegen Kali Linux installiert, aber auch jedes andere normale Linux hat Wordlists, also bestimmte Wörter in einer Liste. Und was wir hier machen ist, wir sehen, okay, hier, ne, simple-simple haben wir hier rausbekommen als eine Directory. Dann gucken wir uns das mal ganz kurz an, was da ist. Simple. Okay, wir sehen hier, wir haben eine Seite mit slash simple. Also was wir hier machen, ist das quasi eine versteckte, also mehr oder weniger, eine versteckte Directory, ein versteckter Service. Nicht Service. Eine versteckte Directory. Und was wir hier im Idealfall machen wollen, ist, wir wollen herausfinden, was die hier benutzen. Hier sehen wir zum Beispiel CSM Made Simple. Wahrscheinlich ist das irgendwas, keine Ahnung, irgend so ein Content Management System, was auch immer. Ah, hier unten, boah, das ist klein. Okay. Also hier sehen wir, das machen wir auch wirklich immer so, ne? Also wenn wir eine Website haben, wir suchen nach Informationen und hier sehen wir CMS Made Simple Version 2.2.8. Ne? Version 2.2.8. So, und 2.2.8 wahrscheinlich, ist ja auch eine einfache CTF gerade, die wir spielen, wahrscheinlich hat das einen ganz bekannten Exploit oder so, womit wir das attackieren können. Was wir jetzt machen können ist Search Exploit, gehen wir mal ein, CMS. Ja, oder CMS Made Simple vielleicht, ne?
gucken wir uns das mal an. Okay, wir hatten die Version 2.2.8. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. Hier sehen wir links CSM Made Simple. Hier die Versionsnummern und rechts die Schwachstellen, die es gibt. 1.1, 2.2, 2.2.7. Das ist aber eine Version vorher. Wahrscheinlich ist das schon gepatcht. Und hier, ne, 2.2.10. Das heißt, hier haben wir eine SQL Injection. Okay. Ich google das einfach mal. Also, was ich immer am liebsten mache, ist alles googeln. CSM Made Simple. Geben wir mal ein SQL Injection, weil das ja die Schwachstelle ist. Dann sehen wir hier exploit.db. Das ist eine Datenbank mit sehr, sehr vielen, Exploits. Dann kopieren wir hier einfach wirklich einmal den gesamten Python-Code. Und ihr seht hier, das ist ein bisschen länger, ne? Also ist nicht mehr vergleichbar mit unserer Python-Tutorial-Reihe. Aber ist auch nicht schlimm, wir wollen ja nur den Teil benutzen. So, was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen das rüber kopieren. Sagen wir mal gedit csmexploit.py. Also wir benennen das einfach, wie wir wollen, ne? Ich erstelle jetzt einfach eine neue Datei. Kopiere das einmal hier rein. Mit Steuerung S speichere ich das. Und was das hier im Prinzip macht ist, gucken wir uns mal ganz kurz an, hier add parser add option. Das heißt, hier haben wir die Optionen, die wir hinzufügen können. URL, Wordlist und Crack offenbar, okay. Was macht es denn aber? Wir haben eine Wordlist. Okay, anscheinend Dump Username. Okay, anscheinend eine Username, also eine Username Enumeration. Und ich glaube auch Passwörter, ne? Ja, Crack Passwort. Okay. Also anscheinend gibt uns das hier den Usernamen und ein Passwort heraus. Sehr gut. Das heißt, mithilfe dieses Exploits hier kriegen wir Benutzername und Passwort. Aber gehen wir erstmal ls ein. Hier sehen wir, das Ding hier ist noch weiß geschrieben, ne? Was wir hier machen müssen, ist change mod plus x und dann den Namen der Datei, ne? Mit der Tab-Taste vervollständigen. Nochmal ls eingeben. Dann sehen wir hier, das ist jetzt grün markiert. Das bedeutet, die Datei ist jetzt executable. Also jetzt können wir sie erst benutzen, ne? Wie gesagt, wenn wir immer ein neues Skript schreiben, müssen wir immer diesen Zwischenschritt hier machen, wenn wir fertig sind. Change mod plus x, sonst können wir die Datei auf unserem eigenen System nicht ausführen. So, was wir jetzt machen wollen, ist, wir geben das mal ein. Was war das denn? Ich gucke mir mal ganz kurz nochmal den Code hier an, damit wir wissen, was wir überhaupt hier eingeben müssen. Parser at option dash u. Okay, also geben wir mal einfach ein, warte mal, Python. Ich glaube, das ist ein Python 2 Skript, oder? Ja, ich glaube, das ist Python 2. Deswegen geben wir mal nur Python und nicht Python 3 ein. Also wenn ihr da Fehlermeldungen merkt, einfach ein bisschen ausprobieren. Python. So, den Namen der Datei, cms.exploit. Dann die IP-Adresse. Ups. Das ist aber nicht die IP-Adresse. Wo haben wir die IP-Adresse? Die haben wir hier. Kopieren. Mit der mittleren Maustaste einfügen. Leerzeichen. So. Aber hier müssen wir dash u schreiben vorher, ne? Also dash u für URL. Also die folgende URL wollen wir attackieren. Dash. Aber Moment mal. Dash u. Achso, hier in dem Format. Okay, okay, okay. Das heißt, http://. Jetzt die... Ups. Ich kopiere immer was Falsches. So, die IP-Adresse, die ist bei euch natürlich anders als bei mir, ne? Und der Pfad für dieses CMS, weil das wir jetzt exploiten, ist ja dieses Content-Management-System. Und das haben wir hier gefunden unter Simple, ne? Also, wir hatten das ja in dem Directory Simple gefunden. Das heißt, wir geben hier nochmal Simple dahinter ein. As simple as that. So, dann, was haben wir hier noch für Commands? Dash crack, also dash dash zweimal Strich crack. Okay. Und jetzt einfach eine Wordlist. Und ich würde vorschlagen, wir nehmen eine Wordliste. Also diese Wordlisten habt ihr immer unter User Share. Ne? Das habt ihr auch immer auf eurem System schon vorinstalliert, weil das ja Kali ist. Das kommt ja schon mit vorinstallierten Tools. Haben wir hier RockU. Wordlists. Nee, nicht alle Zeichen. RockU. Wo hatte ich denn dieses RockU?
Ach so, sorry. Okay. Also Wordlists, rockyou.txt. Sehr schön. Geben wir das mal ein. So, und da haben wir unser Passwort. Es ist Secret. Boah, das hat mich jetzt ganz schön viel Kraft und Energie gekostet. Also, auch wenn es hier Simple CTF heißt, ganz so simpel war das dann doch nicht. Können wir hier irgendwie eine Stunde dazu adden? Okay, gehen wir mal ein hier Secret. So, where you can, also wo kannst du dich einloggen damit? Ja, wahrscheinlich ist das Age, ne? What's the User Flag? Okay, gucken wir uns mal ganz kurz diese User Flag an. Also das sind halt so, Flags, also wie sagt man, eine Textdatei, wo so ein, irgendein Text drin steht. Aber gehen wir erstmal ein. Oh, SSH, Mitch hieß der gute Kollege, der User, @, so jetzt, die IP-Adresse, also SSH, um eine SSH-Verbindung aufzubauen, immer in diesem Format, SSH, Username, deswegen brauchten wir den Username, deswegen haben wir das Ganze gemacht. Ups, falsch kopiert. Oder ein Leerzeichen kopiert. So, nochmal SSH. Mitch, das ist der Username. Username @. IP-Adresse. Port. Und der Port war, wo war der Port? Hier, 22222. Ne? Okay. So, jetzt fragt uns nach dem Passwort. Das ist Secret. Wir geben das einmal ein. Und hier wird uns das nicht angezeigt. Ne? Also, wenn wir das hier eingeben, haben wir keine Sternchen oder so. Das bedenken. Und wir sind drin. Super. Wir sind jetzt gerade in der Linux-Box. Gehen wir mal ls ein. Ah, okay. Ja. Ist schon die Datei. Dann geben wir einfach mal ein cat user.txt. Mit cat können wir den Inhalt uns anzeigen lassen. Okay, good job. Keep it up. Oder keep up. Mein Englisch ist so schlecht. Ich kopiere das 1:1. 1:1. So. What's the user flag? Oh ne. Kopier das mal rüber. Hier. Good job. Rechtsklick kopieren. Dann fügen wir das ja ein. Good job, keep it up. So, was wollen die noch? Is there any other user in the home directory? Okay, gucken wir uns das mal ganz kurz an. Also was wir jetzt noch ein bisschen machen ist, wir gucken noch mal ein bisschen hier rum, was es hier noch gibt in diesem System. Aber wir sind jetzt gerade, wir haben uns gerade Zugang verschafft zu der Linux-Box, in der wir uns reingehackt haben. Jetzt wollen wir noch ein bisschen gucken, was gibt es denn hier alles noch? Nehmen wir mal ein ls. Ah, okay, wir sind gerade in dem Home-Ordner. Also wenn wir hier mal pwd eingeben, dann sehen wir, also print working directory, zeigt mir an, in welcher Directory ich bin. Ich sehe, ich bin gerade in dem Home-Ordner. Und da sehe ich hier noch so einen User, sumbat oder sumbat, was auch immer. Okay, wir können anscheinend nicht dahin. Wir haben diesen Namen, aber wir können offensichtlich, wir haben keine Berechtigung dazu, da reinzugehen. Okay. Aber der sucht, der will ja hier nur den Namen. Sumbat. Sumbat. Ja, lacht ruhig. Sumbat. What can leverage to spawn a privileged shell? Okay, ich kürze das mal ein bisschen ab. Also der einfachste Fall ist immer sudo-l eingeben. Hoffentlich funktioniert das auch. Ja, okay. Moment. So, indem wir sudo-l eingeben, können wir uns nämlich hier anzeigen lassen, dass wir ohne ein Passwort mit Root-Zugang folgenden Befehl durchführen können. Hier diesen Vim-Editor, das ist so ein Editor, ne? Also hier diesen Vim-Editor, den können wir anscheinend uns, den können wir anscheinend dazu benutzen, um hier wirklich, nochmal Root-Zugang zu bekommen. Ne? Also manchmal gibt es halt auf Linux, worauf das basiert, ne? Manchmal gibt es halt auf Linux einzelne Bereiche, sag ich mal, oder einzelne Sachen, einzelne Dinge, die trotzdem Root-Zugang haben, obwohl du gerade nur ein User bist. Also wir sehen ja hier an diesem Dollarzeichen, dass wir gerade nur ein User sind, aber folgenden Befehl hier können wir, oder diesen Vim-Editor, können wir trotzdem als ein Root durchführen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und wenn wir da jetzt vielleicht einfach nur eingeben sudo
Vim und dann einfach irgendwas. Dash SH. Huch. Bin ich irgendwie verrutscht? So. Dann sehe ich hier. Okay, boom. Das hat funktioniert. Das Hashtag ist da. Das heißt, who am I? Root. Okay, jetzt bin ich Root-Zugang, ne? Das heißt, jetzt können wir wahrscheinlich auch hier in diesen Ordner Sumbath. Muss mal ganz kurz da anschauen. Was hat der jetzt hier alles? Example Desktop. Gehen wir mal in seinen Desktop hin. Ja, Desktop ist nichts da. Gehen wir nochmal zurück. Lass uns nochmal anzeigen. Examples Desktop. Ups. Natürlich klein schreiben. Mein Fehler. Achso, ist das vielleicht eine Datei? Wow. Was ist das? Okay, gucken wir mal ganz kurz nochmal, was die hier von uns wollen. What can leverage... Achso, Vim. Ja, der Vim-Editor, ne? Das war ja dieser Editor, den wir dazu... What's the root flag? Okay. Ja, die müssen wir nochmal finden. Also jetzt nur noch die root flag finden. Das heißt, die, So, find root.txt. So. Keine root.txt-Datei anscheinend. Bin ich denn gerade? Achso, in dem Home-Ordner von dem. Vielleicht einfach in dem Root-Ordner. Achso, hier einfach in dem Root-Ordner, okay. Also was ich hier gemacht habe, ist nochmal mit CD zurück. In den generellen Ordner, also komplett raus aus diesen ganzen Ordnern. CD Root, dass wir in diesen Root-Ordner kommen. Dann mit ls lassen wir uns anzeigen, was in diesem Root-Ordner alles ist. Dann sehen wir hier die root.txt-Datei. Mit cat lassen wir uns den Inhalt anzeigen. Well done, you made it, okay. Dankeschön. So, dann geben wir das Ganze hier mal ein, wenn ich das denn kopieren könnte und nicht zu blöd wäre dafür, das zu kopieren. So, kopieren. Einfügen. Und boom! Alles klar, das war schon die Simple CTF. Ja, also wie gesagt, heute mal ein kleines entspanntes Video. Wahrscheinlich wirst du hier an der einen oder anderen Stelle ein bisschen strugglen. Das ist gut so. Das ist so, wie es sein soll. Denn ohne Struggle würden wir hier nicht weiterkommen. Aber natürlich, wenn du hier an irgendeiner Stelle nicht weiterkommst, wenn du an irgendeiner Stelle merkst, das passt gerade nicht mit dem, was ich hier gerade mache, dann schreib mir das bitte gerne unten in die Kommentare, damit ich weiß, woran du scheiterst, damit ich dir vielleicht helfen kann. Und ansonsten war es das mit dieser einfachen, mehr oder weniger einfachen, ne? Tun wir hier auf Terminate, brauchen wir nicht mehr. Ja, mehr oder weniger einfachen Maschine. Dann bis zum nächsten Mal.